Kommt jetzt eine neue Finanzkrise? Zählt man 1 und 1 zusammen, dann haben wir einen explosiven Mix an Faktoren, die darauf hindeuten, dass das jetzt alles ziemlich ungemütlich werden kann. Wir haben auf der einen Seite China, den Wachstumsmotor der Welt, der jetzt mit Xi Jinping im Prinzip einen Rückschritt macht in Richtung Mao, die Deng Xiaoping-Öffnung, Kapitalismus etc. zurückdreht. Damit entfällt eine wichtige Wachstumslokomotive. Wir haben auf der anderen Seite den Ukraine-Krieg, der Lieferengpässe, Materialmangel und dadurch noch sich verschärfende Inflation weiter befeuert. Und wir haben Notenbanken, vor allem die zentrale Notenbank, nämlich die Fed, die jetzt auf diese Inflation reagiert mit einer sehr schnellen und intensiven Straffung der Geldpolitik. Und wir haben auf der anderen Seite in vielen Ländern drohende Hungerkatastrophen. Wir sehen erste Unruhen in Peru, in Sri Lanka. Das ist das erste Wetterleuchten dessen, was da kommt, was auch durch den Ukraine-Krieg bedingt ist, weil eben Getreide etc. aus Russland und der Ukraine nicht mehr in diese Länder gelangt oder zumindest nicht ausreichen. Und all das ist eine Situation, die uns in eine so noch nie gesehene Lage bringt, diese massiv überschießende Inflation, die letztendlich all das, was vorher immer zugeschüttet werden konnte durch Gelddrucken, jetzt in eine Situation führt, wo eben dieses Rezept, diese Droge nicht mehr verabreicht werden kann durch die Notenbanken, weil sonst die Inflation noch weiter nach oben schießt. Und während die Fed wenigstens sich entschlossen hat, diese Inflation zu bekämpfen, sehen wir bei der EZB nach wie vor extrem seltsame Erscheinungen. Dazu gleich mal mehr. Schauen wir uns zunächst mal den Chart an zwischen 2008, mithin also dem Jahr der Finanzkrise, und der aktuellen Situation. Dann haben wir da gewisse Parallelen. Das hat noch nicht viel zu sagen, aber wir sind jetzt eben in der Situation, dass die Fed mehrfach und zwar sehr explizit klar gemacht hat, Leute, diese Liquiditätsparty, die ist vorbei. Vor allem durch die Reduzierung der Bilanzsumme wird der Schmerz für die Finanzmärkte kommen, und wir sehen, dass die Unternehmen bereits reagieren. Da sitzt nämlich das Geld nicht mehr so locker. Die Buybacks, die 40% der Rallye im S&P 500 in den letzten Jahren ermöglicht haben, also die Rückkäufe eigener Aktien, womit das Angebot an Aktien deutlich geringer geworden ist, die sind jetzt immer geringer geworden. Im ersten Quartal waren sie jetzt 50% unter dem Durchschnitt der letzten Jahre. Also die Unternehmen sehen, oh, die Zeiten ändern sich, die nehmen durchaus das, was die Fed sagt, ernst. Sie halten jetzt das Geld zusammen und machen nicht das, was sie in den letzten Jahren gemacht haben, nämlich vorwiegend eigene Aktien zu kaufen, um den Aktienkurs und damit die Vergütung der Manager nach oben zu pushen. Also hier entfällt zunächst mal ein Unterstützungsfaktor, zumal wir jetzt auch in der Blackout Period sind, wo also die wenigsten Unternehmen noch eigene Aktien zurückkaufen können. Jetzt gucken wir uns mal die Wochen an denen es an mindestens an 3 Tagen Bewegungen von 1%, also plus 1% oder minus 1% im Nasdaq gegeben hat. Und wir sehen, das ist jetzt so viel, sogar mehr als im Jahr 2008, 2009. Wir haben also einen deutlichen Anstieg der Volatilität, der Nervosität, könnte man sagen. Und wir sehen heute zum Beispiel ein neues Tief beim US-Bankenindex. Und die Banken sind ja sozusagen als die zentralen Kreditgeber, als, wenn man so will, das Herz des Kapitalismus unter besonderer Beobachtung. Hier sehen wir, dass wir große Schwäche sehen in diesen amerikanischen Bankaktien und dass, obwohl die Renditen gestiegen sind, aber die Zinskurven invertieren. Damit wird das Geschäftsmodell der US-Banken schwieriger durch die sogenannte Fristentransformation, die dann eben nicht mehr diese Margen abwerfen kann. Deswegen sehen wir die Schwäche bei Banken. Und wie ernst die Fed es meint, das hatte ja kürzlich Lael Brainard nochmal klar gemacht. Das hat heute einmal mehr James Bullard klar gemacht, der Chef der St. Louis Fed. Der sagt, also wir müssten jetzt eigentlich die Zinsen um 300 Basispunkte, das sind 3%, nach oben bringen. Und zwar sehr schnell. Die Märkte waren daraufhin nicht begeistert. Er sagt, wir bräuchten eigentlich eine Zinsrate von 3,5%, um die Inflation bekämpfen zu können. Und selbst wenn wir jetzt die Finanzkonditionen tighten, also wenn das straffer wird, weniger lax wird, dann sind wir immer noch weit hinter der Kurve, um die Inflation zu bekämpfen. Und Ballard hat zugegeben, wir sind jetzt in einer sehr schwierigen Situation als Notenbank. Das ist noch vorsichtig
höflich umschrieben, was sozusagen die desaströse Lage der Notenbanken ist. Die können eben jetzt nicht mehr Geld drucken. Auf der anderen Seite, wenn sie jetzt die Geldpolitik straffen, dann wird es Kollateralschäden geben. Die haben sich gewaschen und die wollen wir uns dann auch gleich mal anschauen. Jetzt haben wir auf der anderen Seite heute Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gehabt in den USA. Zweitgeringster Wert seit 55 Jahren. Das zeigte, dass der US-Arbeitsmarkt brummt, und wie er brummt, sehen wir auch an der Lohnentwicklung unten. Das geht jetzt schon praktisch über den Chart hinaus. Wir sind bei 6% Lohnsteigerung. Laut der Atlanta Fed, die diese Daten erhebt. Und das zeigt, dass jetzt also diese Lohnpreisspirale in den USA schon deutlich angekommen ist. Die EZB fürchtet die auch. Das hat das heutige EZB-Protokoll gezeigt, aber dazu gleich mal mehr. Schauen wir uns jetzt mal die Transportwerte in den USA an, die ja eine wichtige Frühindikation darstellen. Nach der sogenannten Dow-Theorie sind die ja praktisch ein Vorläufer für das, was kommt. Und wir sehen diesen doch sehr herben Absturz, der da passiert ist. All das muss noch nicht viel heißen, aber wir sehen zumindest gewisse Stresssymptome im System. Die Geldmärkte preisen jetzt additional 225 Basispunkte an Zinsanhebungen an, und 250 Basispunkte, das ist eine Zinsanhebung innerhalb eines Jahres, die wir zuletzt im Jahr 1994 gesehen haben. Aber 94, das waren ganz schicke Zeiten, denn da begann so diese New Economy, dieses Internetzeitalter sich zu entfalten mit Wachstum etc. Und jetzt haben wir diese Wachstumsfaktoren schlichtweg nicht mehr. Die sind jetzt nicht mehr vorhanden, und wenn wir, oder zumindest nicht mehr in der Form, wenn wir uns jetzt mal anschauen, die Financial Conditions, die sich durch die Rallye auch an den Aktienmärkten wieder ein bisschen entspannt haben. Die waren vorher etwas rigider, jetzt haben sie sich entspannt, aber die Fed will diese Financial Conditions straffen. Und das ist eben der entscheidende Punkt. Und wenn sich diese Financial Conditions straffen, dann haben wir Bewertungsthemen an den Märkten. Das gilt insbesondere für die USA. Der DAX ist ja nicht wirklich teuer, wenn man so will. Der ist natürlich besonders gefährdet durch die Dinge, die durch den Ukraine-Krieg jetzt hier entstehen. Das ist gar keine Frage, aber die Amis sind schlichtweg sehr, sehr teuer im Durchschnitt. Das gilt nicht für alle Aktien, aber für sehr viele Aktien. Und wo ist sozusagen die Achillesferse der Amerikaner? Das ist der US-Immobilienmarkt. Wie schon in der Finanzkrise 2008, beziehungsweise die Immobilienpreise hatten ja in den USA 2006 ihren Hochpunkt erreicht. Dann gab es 2007 schon erste Stresssymptome und 2008 die Explosion mit der Pleite der Lehman Brothers Bank, die praktisch deswegen kollabierte, weil eben das Kartenhaus am Immobilienmarkt in den USA kollabiert war. Und Ähnliches droht jetzt auch. Hier schauen wir mal Google Trends an. Housing Bubble, also Immobilienblase, schießt so nach oben wie noch nie gesehen. Also die Leute ahnen, dass da was kommen könnte. Wir sehen im mittleren Chart Lumber, also Bauholz, womit die Häuser in den USA errichtet werden, ist ziemlich deutlich im Sinkflug, war ja lange Zeit massiv gestiegen, war auch ein Faktor dann bei der Inflation, bei der nach oben gehenden Inflation. Wir sehen jetzt auch, dass die Mortgage Rates, also die Hypothekenzinsen, deutlich steigen. Aber was war denn zum Beispiel 2018? Hatten wir ähnliche Hypothekenzinsen wie heute, nur damals waren durchschnittlich die Hauspreise in den USA 38% tiefer. In vielen Städten der USA, etwa Phoenix, Tampa oder San Diego, sind es sogar über 50% Preissteigerungen. Das heißt, wir haben massiv gestiegene Preise, jetzt steigen die Zinsen, jetzt haben viele Amerikaner ihre Häuser beliehen, indem sie gesagt haben zur Bank: Mensch, mein Haus ist doch mehr wert, gib mir mehr Kredit. Das haben die Banken gemacht, weil sie gesagt haben, ja, sein Haus ist ja mehr wert geworden. Was aber, wenn jetzt durch eine rigidere Geldpolitik, eine rigidere Zinspolitik diese Luftbewertungen unter Druck kommen, dann kommen die unter Druck, die sich da neue Kredite verschafft haben, weil ihr Haus mehr wert geworden ist, und das sind viele, viele Millionen Amerikaner. Also was tun, liebe Fed? Das ist wohl nicht zu schaffen mit einer weichen Landung. Auf der anderen Seite tust du nichts gegen die Inflation, kommt sowieso eine Rezession, das hatte ich schon mehrfach jetzt gezeigt. Ab bestimmten Inflationsraten bricht der Konsum ein, deswegen kommt die Rezession so oder so. Jetzt sagt sich die Fed, okay, wenn wir die Rezession so oder so kriegen, dann versuchen wir wenigstens die Inflation unter Kontrolle zu kriegen.
Das ist die einzige Chance. Was Sie hier sehen, das sind die sich andeutenden Gewitterleuchten, sozusagen Wetterleuchten. Hier sehen wir mal die weltweiten Nahrungspreise. Sie sind jetzt deutlich höher als beim arabischen Frühling damals im Jahr 2011. Wir sehen jetzt Ausgangssperren in Peru, wie gesagt. Wir sehen Unruhen in Sri Lanka. Da ist wirklich ziemliches Chaos derzeit, vor allem in Sri Lanka. Und insgesamt sehen wir, wenn wir das jetzt mal auf die Rohstoffmärkte runterbrechen, dass nach wie vor ja in den letzten Jahren vor allem Tech-Werte gesucht waren. Wenn wir jetzt uns mal den Energiesektor anschauen, dann sind die globalen Investoren massiv unterbewertet, nach wie vor in Energie und Commodities, also Rohstoffen. Die müssten eigentlich 30-40% steigen, damit die internationalen Investoren eine Exposure von mindestens 1% haben. Also praktisch am Gesamtasset der Finanzmärkte 1% in Rohstoffen. Also das würde bedeuten, dass die noch weiter nach oben gehen könnten aus dieser Rechnung heraus. Obwohl sich Energie jetzt schon in der Gewichtung im S&P 500 praktisch verdoppelt hat, aber die Investoren sind nach wie vor deutlich untergewichtet eben in Energie und vor allem Energie-Companies, weil das ja auch nach ESG-Richtlinien oft nicht sehr schick war. Wenn die fossile Brennstoffe fördern etc., dann ist das nicht gerne gesehen gewesen. Also investieren auch viele Investoren eben nicht in diese Werte. Dementsprechend sehen wir derzeit noch relativ moderate Bewertungen für das, was jetzt wirklich knapp ist, nämlich Energie und Rohstoffe. Jetzt kommen wir zu diesem Konflikt, der das ganze Pulverfass letztendlich zur Explosion bringen kann, nämlich der Ukraine-Krieg. Heute zwischendurch mal wieder Optimismus, als Lavrov gesagt hat, ja, die Ukraine hat neue Vorschläge vorgelegt. Und die seien besser und weitreichender als das, was in Istanbul angeboten wurde seitens der Ukraine. Man sei auch bereit seitens der Ukrainer über die Krim und über den Donbass zu sprechen. Dann aber hat er gesagt, ja, aber die Vorschläge, die reichen lange nicht hin. Das sei also bei Weitem nicht ausreichend. Überhaupt wolle praktisch die Ukraine eigentlich diese Friedensverhandlungen oder die Waffenstillstandsverhandlungen boykottieren und sabotieren. Die USA würden die Ukraine dazu drängen, weiter diesen Krieg zu führen. Und heute, und das finde ich sehr auffällig, hat der Kreml das erste Mal davon gesprochen, dass man signifikante Verluste an Truppen habe. Das ist ein sehr erstaunliches Eingeständnis. Putin auch mit einer schönen Nachricht. Er ist ja ein ganz tief empfundener Humanist, wie wir wissen. Er will jetzt doch weiter Düngemittel liefern. Niemand soll an Hunger sterben. Also immerhin da mal eine positive Nachricht. Allein, ob das noch helfen wird, ist eine andere Frage. Die Russen haben auch ein Problem. Der Öl-Output fällt um 4-5%. Jetzt sehen wir eine große staatliche Raffinerie in Russland, die eben jetzt erstmal nicht mehr läuft, praktisch einen Stopp ausgesprochen hat für Öllieferungen, weil man sagt, wir können das gar nicht mehr verkaufen, dieses Öl, also zumindest nicht in ausreichender Menge. Gleichzeitig hat heute Novak gesagt, der Energieminister in Russland, dass man jetzt möchte, dass man zum Beispiel den Chinesen das Öl auch in Yuan verkaufen kann. Und gleichzeitig hat man gesagt, und auch das ist hochinteressant, man wolle jetzt Maßnahmen ergreifen, um die Volatilität im Rubel ein bisschen zu dämpfen. Es ging ja durchaus volatil zu, erst der Crash, dann diese massive Rallye. Aber die Russen haben ein Problem, sie können keinen starken Rubel gebrauchen. Das ist, sie können keinen kollabierenden Rubel gebrauchen, aber eben auch nicht einen zu starken Rubel gebrauchen. Nach derzeitigem Stand, so hat Bloomberg errechnet, würde Russland etwa 320 Milliarden Dollar verdienen durch den so stark gestiegenen Ölpreis vor allem. Das wären etwa ein Drittel mehr als im Jahr 2021. Was bedeutet das? Es könnte bedeuten, dass viele Player, die viel Macht haben in der Welt, sich sagen könnten, es wäre doch schick, wenn wir den Ölpreis mal richtig nach unten schicken. Dann würden wir den Russen besonders wehtun, auf der einen Seite, also westliche Player, und wir würden auf der anderen Seite auch die Inflation bekämpfen. Das versucht man ja seitens der USA schon durch die Freigabe strategischer Ölreserven. Aber vielleicht kommt da noch ein ganz anderes Ding. Wir werden sehen. Jedenfalls scheint sich diese Eskalation insgesamt fortzusetzen. Das EU-Parlament möchte und wird abstimmen über ein sofortiges und totales Energieembargo gegen alle russische Energieträger, also auch gegen Gas, Kohle sowieso, Erdöl auch, aber vor allem jetzt Gas. Mal sehen, ob die Politik dann wirklich darauf hört. Das Europäische Parlament ist ja
naja, nicht eine so wirklich ernstzunehmende Institution, teilweise schlichtweg, weil sie nicht sehr viel Macht hat. Jetzt kommen wir mal zu China. Hier ist die Lage die, dass wir eben eine massive Abschwächung sehen des Wachstums, beziehungsweise eine Schrumpfung, wie in den Einkaufsmanager-Indizes jetzt zuletzt gesehen. Liegt natürlich an dieser sehr seltsamen Null-Corona-Politik, die jetzt fast ein Viertel des Landes, was das BIP betrifft, in den Lockdown geschickt hat. Jetzt gibt es Gerüchte, dass man bald also Zinssenkungen machen kann. Und es gibt dann auch Verstimmung. Pelosi, die Demokratin, US-Demokratin, wollte ja Taiwan besuchen. Hu Xixin, ehemaliger Chefredakteur der Global Times, der staatlichen Global Times, hat gesagt, Pelosi spielt mit dem Feuer genauso wie die USA. Wenn sie da Taiwan besuchen würde, das wäre eine Provokation aus Sicht der Chinesen. Jetzt ist sozusagen etwas sehr Positives passiert. Die Pelosi hat nämlich Corona und kann deswegen jetzt erst einmal nicht nach Taiwan. Gell? Also manchmal spielt der Zufall schon eine Rolle. Jetzt kommen wir mal zu unseren absoluten Helden, nämlich der EZB. Wir haben Inflationsraten von über 7% in der Eurozone, von knapp 8% in Deutschland. Weswegen die EZB jetzt also schon mal ernsthaft drüber nachdenkt, ob man vielleicht in den nächsten 300 Jahren die Anleihekäufe ein bisschen zurückfährt und dann vielleicht sogar den negativen Einlagesatz in Richtung Null anhebt. Also das sind revolutionäre Prozesse. Heute wurde das EZB-Sitzungsprotokoll veröffentlicht und es ist herrlich zu sehen, was da passiert. Das ist eine absolute, wie soll man sagen, eine Parodie auf Geldpolitik. Da sieht man jetzt jedenfalls, dass einige ziemlich nervös werden. Sie fordern Large Number of Members, das heißt faktisch die Mehrheit fordert die Zurücknahme oder fordert jetzt ein schnelles Umsteuern in der Geldpolitik. Man wird hier richtig nervös und ist wirklich ein bisschen von der Spur, hält aber nach wie vor daran fest, dass ja alles gar nicht so schlimm ist, jetzt übergeordnet. Man steckt nach wie vor ein Stück weit den Kopf in den Sand und das bei der zweithöchsten Rate an realer Inflation, also wenn wir Inflation minus Zinsen nehmen, dann sehen nur die Türken uns noch ein Stück weit voraus, ein gutes Stück weit voraus. Hier sehen Sie vielleicht die Grafiken, was die Inflationsrate und die reale Zentralbankinflation betrifft. Also das ist schon wirklich ein Trauerspiel und darüber habe ich einen Artikel geschrieben mit dem Titel "Schafft die EZB ab?" über die Brandbeschleuniger der Inflation. Es ist ein sarkastischer Artikel, der sich lustig macht über die Lächerlichen, nämlich über die EZB, möchte ich Ihnen dringend empfehlen. Genauso wie einen Artikel aus Shanghai, der zeigt, wie Xi Jinping hier massiv unter Druck kommt, die Politik massiv unter Druck kommt. China hat jetzt auch innenpolitisch ein echtes Problem. Diese beiden Artikel must read unter dem Video. Ich sage Servus und Ciao.